Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal und in meiner Werkstatt zum nächsten Projekt. Ich habe vor einiger Zeit eine sehr alte Komponentenanlage von Technics bekommen. Die stammt noch von meinem Opa, also irgendwo aus den 70er Jahren. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie alt die sein muss. Und die habe ich wieder aufgefrischt und die möchte ich jetzt sozusagen angemessen platzieren. Früher hat man für sowas ein Hi-Fi-Rack benutzt. Die gibt es auch heutzutage immer noch, aber ich finde, die sehen alle irgendwie verbesserungswürdig aus. Ich habe mir mal eine Form ausgedacht, die sieht so aus. Und die will ich heute bauen. Ob ich sie so hinkriege? Ihr wisst, ihr habt das Thumbnail gesehen, ich kenne es noch nicht. Aber das wird's werden. Da habe ich mich gestern Abend ziemlich lange rumgedrückt mit SketchUp, um das Ding hier so ein bisschen auf Papier zu kriegen. Aber zum Angucken und zum Nachbearbeiten sollte das reichen. So, ich habe jetzt hier diese Sachen, kennt ihr ja noch, aus verschiedenen Projekten, unter anderem auch aus meinem Küchentisch mit dem Epoxidharz. Verlinke ich euch hier oben. Das ist stinknormales Kiefer- und Fichtenholz. Also nichts Besonderes. Eigentlich müsste dieses Rack aus Esche gebaut werden. Eiche nicht, Esche würde reichen. Aber wie das halt bei den momentanen Holzpreisen so ist, Esche ist nicht drin. Gut, also nehme ich das Recyclingzeug. Es ist ja schon mal da. Das muss ich jetzt nur noch auf eine auf Maße bringen, die ich verarbeiten kann. Ja, wenn es euch interessiert, bleibt dabei. Es geht jetzt sofort los. Nicht industriell geworden, das konnte es auch gar nicht, aber es hat ungefähr alles das gleiche Maß. Das Wort ungefähr sagt es schon, also das passt schon. Ich habe jetzt zwei Stücke gefunden, die sind sehr sehr schwer, also die müssen eine ziemlich hohe Dichte haben. Das ist einmal das hier und das andere liegt hier drunter. Die werden dann diese Teile werden, diese hier, diese Hochkantträger. Da müssen die Bretter drin halten und ja, und die möchte ich gerne unten so einzapfen. So, natürlich nicht außen drauf als Verplattung, sondern richtig gezapft. So, in einem Winkel von 12 Grad und oben genau dasselbe. Und dann kann ich mir das aussuchen, wie ich das brauche. Also die Platte selber, die ich hier brauche, die ist 42 x 42. Das ist so das Maß von der Anlage. Und obendrauf, die wird eventuell ein bisschen tiefer, weil der Plattenspieler auch etwas tiefer ist. Aber da muss ich erst mal schauen. Lasst euch überraschen. Na klar. So. So, Freunde. Naja. So. Das sollte es erstmal
schick sein. Und das gleiche nochmal. Gut, Freunde, gut. So. Jetzt bin ich echt gespannt. So. So. So, dann wollen wir mal weitermachen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt ist richtig spannend. Boom. 66,8. Und oh, so 66,6, genau so. Jetzt muss fest werden.
Jetzt werde ich in aller Gemütsruhe noch das andere Teil machen. Im Prinzip dasselbe nochmal. Und dann können wir schon Also ich werde es machen. Dann werden wir die Böden machen. Und dann ist schon fast fertig. So. Ist halt so mit Recyclingzeug, wisst ihr ja. Schön getrocknet. Jetzt habe ich 120er Schleifpapier drauf und jetzt mache ich das mal schön. Na, interessant. Das ist in sich verdreht. War klar, oder? Völlig. Ich habe noch keine Idee, wie ich das wieder rauskriegen soll. Meine letzten zwei Recyclingplatten. Aber dafür stifte ich sie ich gerne. Stifte ich sie ich. Alles da. Dann stifte ich sie ich mal gerne. Also, die Dinger sind 64,5 breit. 80 lang. Das würde bedeuten, breit. Das wären 420, das sind 840. Also müssen hier noch 4 cm dran. Wie machen wir das? Naja, wie wir es immer machen. Ne? 4 cm. Da und da müsste noch ein Streifen rangeklebt werden. Und dann habe ich meine Paar und... Und dann habe ich auch die Breite. So, das säge ich aber dann definitiv mit der Ryoba, weil das muss ja, da darf kein Verschnitt, also so gut wie kein Verschnitt sein. 42. Ich werde das mal hier einen Streifen ankleben, anleimen. Mein Name ist Leimen Sirka. Nein, das wüsste ich. Gucken wir mal. Ja. Dicke Haut, Leim. Okay. Diese Aufgabe hier, die war echt anstrengend. Hätte ich nicht gedacht, dass Leim aus einer Flasche rausdrücken so derartig auf die Handgelenke geht. Aber ja, okay, jetzt verstehe ich auch, warum viele diesen etwas flüssigeren Leim von Tide Bond nehmen. Der lässt sich einfach besser verarbeiten. Jetzt kommt die Schlacht. Ihr Lieben, es kann weitergehen. Ich habe jetzt mal die ganzen Schraubzwingen abgemacht. Ist eine ordentliche Platte geworden. Die muss dann natürlich auch noch geschliffen werden, aber erstmal wird sie jetzt gesägt. Dann muss ich natürlich, und das war ja klar, ich hatte ja geplant, rechts und links diese Ramperhülsen reinzumachen. So, wo guckt denn ihr schon wieder hin? So und so und dann mit diesen Schrauben zu verbinden mit dem Rahmen. Ja, ich weiß nur noch nicht, ob das sowas so wird, wie ich mir das denke. Schauen wir mal, wie wir das Ding eingespannt kriegen, dass ich das sehen kann. Jetzt raten, was als nächstes kommt. Falsch. Natürlich kommt jetzt das Schleifen von den Platten.
ich muss schon sagen, diese S- und R-Schleifscheiben sind für mich persönlich besser als die von Klingspor. Und das wundert mich sehr. Die färben nicht ab und nix. Die von Klingspor, die machen dann immer so einen schönen roten Belag. Also aus diesem Verkleberharz machen die dann immer so aufs Holz und den kriegt man da ganz schlecht weg. Nicht so gut. Wunderschönes Geschleife. Das hat mir immer totale Freude bereitet. Also werde ich jetzt erstmal mit einem 3 mm Bohrer vorbohren gerade und dann die Platten fertig bohren. Das muss ja nicht viel sein. Schauen wir mal, wenn ich das so versenke, dann müssen das 1,8 tief. So, damit wäre die erste Sache geschafft. Ich habe es schon ein Stückchen weiter jetzt. So. Okay. So ist es schon mal für den Anfang nicht schlecht. Hier muss ich eventuell noch was abflexen. Hätte ich jetzt fast gesagt. Möglichst gerade rein, ansonsten zieht es die Schrauben später krumm. Das ist das, was mir unten passiert ist. Und das ist dann nicht so prickelnd. So, dann wollen wir mal sehen. Okay. Gucken, wo ist hinten? Dort ist hinten. So rum muss es rein. Jetzt bin ich mal gespannt, aber darfst du aber wissen. Ja, bisher passt's. Muss nur noch das hier passen. Und das passt auch. Super! Okay, wackelt ein bisschen. Denkt dran, hier ist der Boden schief. Aber auch das hier ist noch nicht so. Ist noch nicht so. Vielleicht baue ich hier hinten noch irgendwie was rein, dass es ein bisschen stabilisiert. Eine Sache habe ich natürlich noch vergessen. Und zwar war das die Füße unten drunter. Ich hatte ja in meiner Küche diese einstellbaren Füße drunter und die baue ich hier auch wieder drunter. Erstens rutschen die ein bisschen. Und zweitens kann ich es damit eventuell einen ungeraden Boden noch mit einstellen. Ich weiß nicht, wie tief das ist. Schauen wir mal. Ja, das scheint zu gehen. Da der Druck ja von oben kommt, wird der Fuß natürlich oder diese Schraube reingedrückt. Das war's. Das mache ich jetzt noch dreimal. Gut dem Dinge. Das war's. Das war jetzt nichts zum groß zugucken. Jetzt muss ich nämlich alles nochmal schön fein schleifen. Hier ist überall noch so Dreckränder. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird lackiert. Ist mir jetzt natürlich noch eingefallen. Auf der Höhe in der Mitte. Was haben wir hier? 40, 42, 21. Da muss ich noch ein Loch reinbohren, sägen, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar dient das der Kabeldurchführung. Wenn es nicht da ist, dann muss ich das Plattenspielerkabel hinten so rumlegen bis ganz runter und das geht nicht, das ist zu kurz. Meine Lieben. Jetzt ist es aufgelöst mit was ich male. Ihr wisst es ja sowieso schon. Das Holzsiegel von Clou. Und das ist nämlich der Clou an der Sache. Das Zeug kann man richtig schön verdünnen, weil jetzt habe ich es noch ziemlich dick drin.
Wenn ich es aber hier auftragen und abwischen will, muss es sehr dünn sein. Also mache ich ein bisschen EV-Verdünner dran. Ich habe jetzt auch rausgekriegt, wofür EV steht. Das heißt entaromatisierte Verdünnung. Wahrscheinlich schmeckt die jetzt ganz fad oder so, ich weiß es nicht. Also schütte ich mir da ein bisschen was rein. So. Das kann man sehr sparsam verwenden. Und dann wird so lange durchgerührt, bis es eine schöne dünne Suppe ist. Kleiner Tipp, diesen Pinsel, den benutze ich mittlerweile seit, ich weiß nicht, seit Monaten. Jedes Mal, aber nur für den Lack. Jedes Mal, wenn ich fertig bin, stelle ich den in ein Glas mit Wasser, so bis hierher. Dass keine Luft drankommt, dann trocknet der nämlich auch nicht aus. Und bleibt sozusagen für immer geschmeidig. Von wegen. Aber er ist schon ziemlich alt mittlerweile. Das darf jetzt in aller Ruhe trocknen, ja, bis morgen oder so. Und mach die Rückseite und dann kann ich es vielleicht morgen schon zusammenbauen. Das wäre doch ganz schick. So ihr Lieben, Endspurt. So, jetzt gehe ich hoch, baue das Teil oben hin, schließe es an und dann gucken wir es uns mal an, wenn es fertig ist. Okay? So ihr Lieben, ich würde jetzt fast sagen, fertig mit dem Projekt, aber leider nicht. Ich habe das Projekt nämlich teilweise noch hinter mir liegen und hier drüben liegen und da unten stehen. Ich muss die Abmoderation diesmal ein bisschen früher vornehmen, bevor der Akku von meinem Empfänger vom Mikrofon leer ist. Der lädt nämlich nicht mehr und deswegen muss ich das jetzt alles mal ein bisschen verdrehen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn euch das Projekt gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, ungefähr so. Denkt doch an das kleine Glöckchen beim Abonnieren da unten. Ja, kommentiert fleißig, wenn es euch nichts ausmacht. Und ansonsten würde ich sagen, gehabt euch wohl. Viele Grüße, euer Bastelbär.